Der Hemdenmacher Venturini öffnet sein Geschäft im ersten Bezirk jetzt wieder für zahlende Kunden. Während des Lockdowns hat sich der Schneider mit der Produktion von Mundschutzmasken über Wasser gehalten. Ab sofort ist auch wieder das Maßnehmen und Bestellen von Hemden möglich. Wenn wir jemanden vermessen, haben wir diese Gummihandschuhe an. Wir desinfizieren nach jedem Mal Maßnehmen das Maßband. Wenn ein Kunde ins Geschäft kommt, bitte ich eigentlich, dass man eine FFP2-Maske aufsetzt. Ja, deswegen haben wir ca. 500 FFP2-Masken hier. Falls der Kunde nur einen Mund-Nasen-Schutz hat, kriegt er von uns eine FFP2-Maske. Der Schneider als Dienstleister darf während des Lockdowns öffnen. Der Handel ist aber nicht erlaubt. Pullover und andere Waren sind daher aus dem Schaufenster des Hemdenmachers verschwunden.